well, lemon sound evil. No. Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen bei neuem Kochvideo mit Mama von Sinan auf Sinolo TV. Heute zeige ich euch, wie man macht leckere, selbstgemachte Joghurt. Auf Kurdisch sagt man auch Mast. Mast kann man essen mit vielen Sachen, kannst du essen, Beilage bei ganz normal Essen, mit Fleisch und mit Aprach und so weiter. Kannst du essen morgens mit schön mit Marmelade, kannst du essen abends als Snack. Aber heute zeige ich euch erstmal, wie man ganz normal macht. Wir brauchen für Mast diese Zutaten. Ich ganz normal einfach Milch, Vollmilch, nämlich mit 3,5% Fett, weil Fett, was wissen wir, Fett ist Geschmacksträger. Genau, hast du richtig verstanden. Diese Milch mache ich damit die Topf voll. Topf habe ich vorher ein bisschen schon mal gewaschen, damit gleich nicht trocken auf Pilat kommt, weil wenn trocken kommt, dann brennt vielleicht schneller an. Und du brauchst ein bisschen Joghurt. Also du kannst entweder von Nachbarn fragen, wenn du hast kurdische Nachbarn oder andere Nachbarn, die so einen Joghurt machen, kannst du deren Joghurt nehmen, nimmst du 2-3 Esslöffel von denen. Oder du gehst Laden kaufen, ganz normale Joghurt. Keine fettarme, keine Sahnejoghurt, ganz normale Joghurt mit viel Fett bitte. Also, dann lass mal direkt anfangen. Gezebi! Ha, gurci kamen. Te chishman tchazi. Go. وی هفته داوتا کره جاسم سلوه و می داوت کرنه جی امی هرم اره لو قد جاسم هاتی داوتا می ام ناچن من دو اشتراگو امی وی هفته هرم با دیامن من وی زوفه ندیتیه خانم من قوستا چید به کره کیوی تنه هیه و کوه موسا بگن کسی که نای داوتا می جی جامعه سپیا خوشی شاند خمم منه تو زانی من گستی لکی زیر یزیش قیزا ویلا آنی او من 100 یورو خلاطا وی پیوه کریه او جاسم تنی 5 یورو شکری می مزدر آنی اف نه جامیتیه ولا اینجا سبا پرایت ناچه داوتا وان ای بخاده تتی دارید کو اس بی وی داره که ببینم ازش شرم بکنو چاوی برینم آه اره لو مشتا فهم کرد تو نخوزی بری با دیو باوی من قا کنگی دی هاتی مارا من ها کو دیا تبونا ده ایو چوبونا وری ده من دین گرنا ای والله درو درو خوش شرم بکه درو تی از عربه بفم و حرم با دیا خه و از لیویا تا نامینم اخ دینش خوشی بکه خوب کی اره چه هات خوش واتا فام کر اینه من چند جارشتراگو جنا مالی Chef Amalie. Liebe Kinder, Entschuldigung für die Störung. Jetzt machen wir sofort weiter. Also, was wir machen erst ist, wir machen jetzt Milch rein, machen Topf voll. Ja, also ungefähr 1,5 ist das. 1,5 bis 2 Liter habe ich jetzt. Das reicht an Milch, siehst du hier. Und jetzt machen wir auf Pilat Stufe 4. Also, yes, wichtig, immer auf Stufe 4 oder niedrige Hitze kochen, weil darf nicht anbrennen und wichtig, nichts machen, nicht rühren, nicht anfassen, nichts, nur aufpassen, bis gleich Schaum hochkommt. Wenn Schaum hochkommt, dann kann man weitermachen, ne? Also, bis gleich, liebe Kinder. Die Schaum ist nach jetzt halbe Stunde ist jetzt gekommen, war gerade noch sogar noch höher, aber könnt ihr sehen, es ist wie eine Haut und da ist auch noch Schaum drum. Und jetzt perfekt, jetzt habe ich platt ausgemacht, einfach wieder auf Null und jetzt erstmal ein bisschen abkühlen lassen und dann kommt gleich die Joghurt rein. Nicht jetzt reinmachen, weil wenn diese Milch noch zu heiß ist, dann wird dein Joghurt später sauer, ne? Und saure Joghurt schmeckt nicht. So, liebe Kinder, jetzt haben wir eine Stunde gewartet. Jetzt meine Finger am Topf. Ist lauwarm, bisschen lauwarm, bisschen heißer, aber ist genau richtig so. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Ich weiß nicht, wie man sagt auf Deutsch, aber auf Kurdisch sagt man Şirince gelbu, emince şirice bmeynim, damit Joghurt jetzt kommt. Also, dann nehmen wir jetzt ungefähr erstmal natürlich diese Joghurt, ne? Dann davon nehmt ihr 2-3 Esslöffel, schön mischen, mischen und dann
Ich sage euch, jetzt könnt ihr noch gekauften Joghurt nehmen oder den Joghurt von Nachbarn, aber später nehmt ihr immer eure Joghurt. Also immer nie ganz aufessen eure Joghurt. Wenn ihr nochmal Joghurt machen wollt, dann müsst ihr was vom alten Joghurt nehmen, damit immer mehr und immer besser wird von eurer eigenen Joghurt. Ne? So, dann nehmen wir jetzt 2, 3 Esslöffel von dieser Milch. So, und jetzt einmal schön rühren und jetzt nur an einer Seite, ne? Aufpassen, nur an einer Seite. Nur an einer Seite. So. Und jetzt von unten, nur von unten, ein bisschen so mischen. Nicht ganze Topf, nur von unten jetzt ein bisschen mischen. Perfekt. Und jetzt nehmt ihr eine Sieb, so eine schöne, kann man schön Luft ziehen, macht ihr drauf. Dann nehmt ihr ein Handtuch und macht ihr locker rüber. So, so perfekt. Und jetzt lässt ihr so für ein paar Stunden, also ich mache jetzt bis morgen, wir haben jetzt 17 Uhr, ich mache bis morgen, dann sehen wir uns morgen wieder und jetzt einfach so stehen lassen, ne? Nichts mehr machen, einfach so stehen lassen und dann sehen wir uns morgen, Kinder. Bis dann, tschüss. Hallo liebe Kinder, so, jetzt haben wir gesagt, nächsten Tag warten, wir haben jetzt 20 Stunden gewartet, kannst du auch vorausholen, aber jetzt ganz einfach die PGG, die Handtuch und die Sieb abnehmen und seht ihr, oh guck mal, schön, guck mal, sehr schön, seht ihr auch schon ein bisschen fester geworden, wabbelig, ne? Und wie ihr seht, diese gelbe ist die Haut, das nennt man, sagt man auch kurdisch, sagt man auch do. Ich habe leider gestern einen kleinen Fehler gemacht, muss ich sagen, bei euch müsst ihr so machen, dass ihr mit Löffel ganz am Rand geht, die Do-Einhaut ein bisschen zur Seite schiebt und dann die Milch rausholen und in die Schüssel rein. Dann habt ihr nur ein Loch, dann habt ihr ganz andere Topf, ist schön Do oben und dann kann man später schön machen auf Brot, schmeckt lecker. Jetzt einfach, ganz einfach, in die Kühlschrank, so, und jetzt warten auf jede mindestens 24 Stunden, nicht vorher bitte. Also wenn jemand vorher gehen will, musst du aufpassen vor Kühlschrank, damit schön fest wird, schön kühl und schön gute Form kriegt. Alles mit Ruhe und Geduld im Leben, alles mit Ruhe und Geduld, nur so mit Ruhe und Geduld schaffen du alle leckere Sachen, ne? Also bis morgen, liebe Kinder, tschüssi. Gemast essen, ne? Psst. Ey, wala men zani bu. Sabrata hiçse na. Na, Entschuldigung. Sonarina, bitte, bitte. Zlamo, Mr. Nego, bist du Chasa da bist ne? Kaviga Satchie! Bitte, ich wollte dein Essen, weil es schmeckt lecker aus deiner Hand, bitte. Ich kann nicht mehr warten, ich habe kein Geduld mehr, bitte. Du! Heidi, such her hier im Internet, da! Ja. Heidi, hört! Okay, ich geh schnell. Ich geh. Kerake! Kinder, ich habe euch gesagt, bitte aufpassen, ne? Bitte warten, ich habe Versteck unter Tisch, weil ich wusste, mein Mann kommt. Ich wusste, mein Mann kommt, hat keine Geduld. Also Kinder, bitte aufpassen. Wenn jemand vorher geht, musst du schnell gehen. Schnell sein. Schnell wie Raketa. Pum. Ne? Also, Uwe sagt noch 2-3 Stunden warten und dann sehen wir gleich. Ne? Bis gleich. So, liebe Kinder, bin ich wieder da. Jetzt haben wir gewartet genug. Bisschen länger habe ich gewartet. Bisschen Zeit geben. Wie gesagt, Ruhe und Geduld. Jetzt holen wir schöne Maß raus. Guck mal. Oh, sehr schön geworden, sehr schön geworden. Geben wir gleich sofort, Kinder. Wenn du jetzt siehst, ist hier diese gelbe ist die Haut, die Do. Ne, habe ich leider, wie gesagt, nicht so ganz richtig gemacht, aber nicht schlimm. Aber wenn du Do hast, machst du weg. Ganz leicht hier oben die Haut. Uff. Diese kannst du später machen auf Brot.
schmeckt wie was ich nicht. Einfach Hammer schmecken. Und jetzt mache das mit diesem schönen Joghurt. Guck mal, siehst du hier. Und ein Tipp, wenn du holen Joghurt raus, immer nur von einer Seite, nicht von alle Seite, weil da hast du nicht überall so Wasser und feucht, ne? So, jetzt habe ich eine kleine Teller für meinen Sohn vorbereitet. Mein Mann kriegt nicht mehr, weil keine Geduld. Koremno, Sinano, Karamasteki, Geleki, Heuspuche. Oh yeah, Joghurt. Oh mein Gott. Ich liebe Joghurt auf jeden Fall, weil man es einfach zu allem essen kann. Das ist eine sehr schöne, cremige Konsistenz. Wirklich super. Ich probiere erstmal ganz normal Natur. Und dann zeige ich euch gleich nochmal ein paar meiner eigenen oder Kreationen, mit denen ich so groß geworden bin. Probieren wir nochmal. Mmh. Wow. Oh, wow, wow. Ich liebe es. Oh mein Gott. Es ist richtig schön cremig im Mund. Ja, also es ist wirklich leckeren Geschmack. Also das heißt Joghurt, leckerer Geschmack. Joghurt ist halt Joghurt, ne? Aber ihr müsst wissen, so ein Joghurt ist ein bisschen säuerlicher. Deswegen kann das für einige so ein bisschen abschreckend sein. Aber darum, ich habe mich daran gewöhnt und es ist einfach, es ist nicht sauer. Aber es ist säuerlicher als Joghurt, den man vielleicht so im Laden kauft. Der Joghurt wird auch von Mal zu Mal besser, weil ihr werdet dann immer wieder euren Joghurt benutzen. Und dann kriegt es immer mehr seinen eigenen Geschmack. Und jetzt, was Geile ist, mit Erdbeermarmelade. Ihr könnt eigentlich jede Marmelade nehmen, die ihr wollt. Aber ich mache das gerne mit Erdbeermarmelade. So, ein bisschen rein hier. Probieren wir nochmal. Habe jetzt eine schöne Farbe bekommen. Oh. Oh, wow, 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 wow. Heide. Heidewitzka. Hammer. Richtig geil. Also, ich liebe Joghurt. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ich werde auf jeden Fall den ganzen Tag vielleicht nochmal aufessen. Macht den Joghurt auf jeden Fall immer nach und schickt mir eure Bilder auf Instagram. Schreibt in die Kommentare Hashtag Must und sagt mir, was ich noch so machen soll, wie es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall noch einen Daumen hoch da. Abonniert mich auch noch auf YouTube, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Instagram. Und da muss ich noch ein paar Leute grüßen. Ich grüße Nejo, Dilay, Rizgaron, seine Tante Susan und Rojbin. Ganz liebe Grüße an euch und vielen Dank an alle, die mal zuschauen, mich unterstützen. Es freut mich sehr. Und ja, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Tschüssi. Warum geht ein Kuchen zum Zahnarzt? Weil er eine Füllung braucht. Schon. Kuchenfüllung, ja, schon. Vielen Dank an Thermojan für den super tollen Witz. Bis dann.